So. Präsident Shinra. Heute wurde Reaktor 1 bei einer Bombenexplosion zerstört. Die Terroristengruppe Avalanche hat sich für den Anschlag verantwortlich erklärt. Es steht zu befürchten, dass Avalanche die Terrorwelle fortsetzen wird. Bürger von Midgard, es gibt keinen Grund zur Angst. Ich habe unverzüglich Soldaten zum Schutz der Zivilbevölkerung vor diesen sinnlosen Gewalttaten mobilisiert. Vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht. Was ist mit dir? Hoppla. Hey, guck mal, was die Nachrichten bringen. Eine riesen Explosion. Glaubst du, das kommt alles wegen meiner Bombe? Ich habe es ganz genauso gemacht, wie es der Computer gesagt hat. Oh nein, ich muss mich nur irgendwo verrechnet haben. Hey Claude, ich muss dich mal was fragen. Waren bei denen, die du heute gegen, die heute gegen uns gekämpft haben, welche von Soldat dabei? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Sieht so aus, als hättest du recht. Wenn jemand von Soldat da gewesen wäre, würdest du jetzt nicht hier vor mir stehen. Ich glaube nicht, dass du so eine ganz große Nummer bist. Bloß weil du bei Soldat warst. Was will er jetzt schon wieder von mir? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle stark, die bei Soldat sind. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Bilde dir bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an die Shinra klammern. Bei den Shinra bleiben? Du hast mich etwas gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben. Das ist alles. Ich gehe nach oben. Ich muss die Sache mit dem Geld besprechen. Was? Was? Ich habe den Dialog. Entweder habe ich das jetzt falsch vorgelesen. Die haben den falsch gesetzt oder... Ich bin zu dumm, um zu verstehen. Donnerwetter. Geld. Ja, Geld. Geld? Papa, du bist so toll. Noch tiefer. Warte, Claude. Tiefer, lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er die in Shinra immer noch vermissen. Sei still. Man liegt weder an Shinra, was noch an Soldat. Aber versteh mich nicht falsch. Aber der ganze Planet sind mir genauso egal. Ich arbeite für die, die mich am besten bezahlen. So schaut's aus. Hey. Jess, Geld. Meine Güte, muss eine Menge gewesen sein. Klar, zum Teufel, was soll's. Es ist eine mögliche Abmachung. Lass mich das mal klar machen. Hör auf, Claude. Hörst du nicht? Oh, ich hab dir wieder angesprochen. Upsala. Claude. Du sagst, es ist dir egal, aber du bist zu mir gekommen, um mit mir zu reden. Claude, du brauchst Freunde. Stimmt's? Es ist mir wirklich egal. Du bist furchtbar total kaltblütig. Du solltest dir mal ein Komma zulegen. Kann ich den da hinten irgendwie? Nein, kann ich nicht. Gut, dann gehe ich wieder. Habe ich jetzt mein Geld gekriegt oder nicht? Ja? Kommt gleich noch wer hinterher? Nö, ich habe kein Geld gekriegt. Das ist für eine Schweinerei. Ich komme jetzt aber auch nicht mehr runter. Hallo, hallo. Ach so. Ach, du schon wieder. Herr Zuglad, ich möchte dich um etwas bitten. Mach bei uns mit. Tut mir leid, Tifa. Der Planet stirbt. Er stirbt langsam, aber sicher. Wir müssen etwas unternehmen. Sam Barrett und seine Kumpels doch was dagegen unternehmen. Ich habe damit nichts am Hut. Aha, du gehst also tatsächlich? Du gehst hier einfach so weg, ohne dich um deine alten Freunde zu kümmern? Was? Wie kannst du das sagen? Tut mir leid.
Du hast das Versprechen auch vergessen. Versprechen? Also hast du es vergessen. Erinner dich, Claude, es war vor 7 Jahren. Sieh mal, der Brunnen. Erinnerst du dich? Ja, damals. Ich dachte, tiefer würde nie kommen und mir wurde ein wenig kalt. Ah, klein Claude. Na, die blöde Tiefer. Entschuldige die Verspätung. Du hast gesagt, du wolltest über etwas reden? Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier nach Midgard. Alle Jungen verlassen die Stadt. Aber ich bin anders. Ich werde mir einfach nur einen Job suchen. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Der Pferdschwanz. Süß. Ich möchte bei Soldat eintreten. Ich werde der Beste sein, genau wie Sephiroth. Sephiroth? Der große Sephiroth? Es ist schwer, Soldat beizutreten. Nein, ist es schwer. Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hierher zurückkommen. Hä? Meine Stimme verlässt mich. Falls du gut bist, kommst du in die Zeitung? Ich werde es versuchen. Hey, warum ging mir kein Versprechen ab? Falls du je berühmt bist und ich in der Patsche sitze, dann kommst du und rettest mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Komm schon, verspreche es mir. Okay, ich verspreche es. Jetzt weißt du es wieder, stimmt's? Unser Versprechen. Ich bin kein Held. Und ich bin nicht berühmt. Ich kann es nicht halten, das Versprechen. Aber dein Kindheitstraum ist doch Wirklichkeit geworden. Du bist bei Soldat eingetreten. Also dann, du musst dein Versprechen halten. Warte mal kurz, du super toller Soldat. Versprochen ist versprochen. Hier. 1500. Sehr schön. Das ist mein Lohn. Soll das ein Witz sein? Wie? Du wirst also... Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach. Für 3000 mach es. Wie? Schon gut, schon gut. Wir brauchen ganz dringend Unterstützung, richtig? Das Geld ist für Marlenes Ausbildung bestimmt. 2000. Danke, Claude.
Wieso habe ich da hinten in der Ecke geschlafen? Wo sind alle? Kann ich da auch mal dran punchen? Nö. Kann ich ja mein Ego auffüllen? Wie Duke Nukem. Kann ich an den PC? Kann ich hier was? Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas, irgendwas, irgendwas? Lass mich mit was interagieren, außer... dem Fahrstuhl. Dann eben nicht. Danke, Spiel. Hab ich verpennt. Wie Marlene einen Drink mixt. Da kommt sie kaum über die Theke. Guten Morgen, Claude. Hast du gut geschlafen? Robert hat geschnarcht. Psst. Nicht so laut. Sonst hören sie dich. Robert ist immer so nervös vor einer Operation. Ich gehe diesmal. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Begib dich zuerst zum Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug. Hey, Claude. Vor der nächsten Mission muss ich dich etwas fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Substanz umgeht. Ich auch nicht. Ich gebe dir die Substanz, die du gefunden hast. Zeig mir nur, wie ich sie benutze. Okay, ich erklär's dir. Ja, erklär's mir, bitte. Anleitung, okay. Ich werde erklären, wie man Substanzen wirkt. Wie Substanzen wirken. Öffne zuerst das Menü. Ist auf. Du kennst ja die Grundfunktion, ja. Und wenn du die Dreieckstaste drückst, öffnet sich das Menü. Ich weiß. Mit der Richtungstaste kannst du den Cursor bewegen. Ich weiß. So. Ich weiß. Die einzelnen Menüs kannst du mit der OK-Taste. Ich weiß. Wenn du das Menü verlässt. Ja, ich weiß. Abbrechen. Ja. Ja. Nummer 50. Ja. Ist jetzt gut. Wähle jetzt die Menüsubstanz. Ja. Wähle nun, wer die Substanz verwenden soll. So. Ja, ich wusste doch, dass es da was mit diesen runden Dingern auf sich hat. Sieh dir nun diese Waffe an. Ja. Jede Waffe und jedes Rüstobjekt hat Schächte. Du musst auswählen, in welchen Schacht die Substanz gefüllt werden soll. Wiederherstellen. Ja. Ja! Wähle scheiß Substanz aus! Die heilende Substanz. Ja! Super. Wenn du erfahren willst, wie sie wirkt, setzt du den Cursor auf die Marke. Und drückst OK. So willst du auch Schlachtbefehle aus. Setze den Cursor auf Zauber. Okay. Und du siehst, dass sich der verfügbare Zauber vermehrt. Nun verwendest du einen neuen Heilzauber. Das ist alles zum Aufnehmen von Substanz. Siehst du? Das war ja nun wirklich nicht schwer. Wenn du Substanz entfernen willst, setz du den Cursor auf den Substanzschacht und drückst die Dreieckstaste. Ist das Leben nicht schön? Dreieckstasten drücken und Abbrechtasten. Nur auf eins musst du achten. Jedes Mal, wenn du Substanz aufnimmst, ändert sich dein Zustand. Bestimmte Teile von dir werden stärker und andere werden schwächer. Normalerweise erhöht sich deine Zauberkraft, wenn du Zaubersubstanz aufnimmst, aber deine Körperkraft verringert sich. Substanzen sind also ein zweischneidiges Schwert. Auf der rechten Seite des Bishops kannst du sehen, welche Wirkung die Substanz hat. Du solltest es mit der Zaubersubstanz nicht übertreiben. Probier verschiedene Sachen aus. Die Abbrechtaste schließt das Untermenü. Okay, das wär's. Später werde ich dir noch ein paar detaillierte Tipps geben. Dann war das irgendwas anderes. Ich meine, sowas vielleicht bei Final Fantasy 8. Da gab es irgendwas, das habe ich nicht so ganz verstanden. Oder waren das die Bestias? Da waren es, glaube ich, die Bestias, mit denen ich nicht so zurechtkam.
Was soll dieser Blödsinn von wegen? Das war es ja nun wirklich nicht. Das war ja nun wirklich nicht schwer. Keine Ahnung. Gut, also du übernimmst die Substanz. Substanzsystem wurde dem Menü, bla bla bla. Klart, ich habe eine Nachricht von dem Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben. Vergiss es nicht. Marlene, du passt auf den Laden auf, während wir weg sind. Ja, lass ein kleines Kind alkoholische Getränke ausschenken und mixen. Kein Problem. Geht in Ordnung. Viel Glück. Mein Gott. Ihr seid alle so verantwortungsbewusst. Es ist eine wahre Freude. Gut, Waffenhändler. Du hast was. Aha, apropos Waffenhändler. Apropos Waffenhändler. Ich möchte dir... Ja. Und... Den da bitte. Ich wollte eigentlich hier noch gucken. Ich kaufe ich für Tiefe auch noch eine Reif. Einfach so, weil es kann. Du wolltest mir heute was zeigen. Das vergisst er ganz bestimmt. Oh, du. Mein Freund im ersten Stock sagt dir, wo es lang geht. Okay, aber erst nochmal hier gucken. Ja, noch einen Blick. Du kannst einfach was zu kaufen. Hesme. Wir kaufen noch ein Eisenreif für Tiefer. Einfach so, weil es kann. Auch wenn ich sie nicht leihen kann. Weil sie eine Frau ist, dafür kann sie aber nichts. So. Mit dir rede ich nicht. Du willst Geld von mir. Mit dir rede ich. Du hast einen springenden Speicherpunkt. Und einen bellenden Hund. Verwendung der Tasten. L1 erst schnell umdrehen. Richtungstasten. Strecken einem Blumen. Was auch immer. Hm? Finger? Was zum Teufel soll das? Ich bin der Positionscursor. Listen! Ruf mich, wenn du beim Gehen mal nicht mehr weiter weißt. Listen! Watch out! Listen! Wenn du die Select-Taste drückst, erscheine ich über deinem Kopf. Meine Güte, da fällt es ja noch mehr auf als ich selber. Bin ich im Weg? Wenn ja, drückst du einfach nochmal die Select-Taste. Ich bin selbst ziemlich beschäftigt und kann nicht immer kommen, wenn du mich brauchst. Wenn ich manchmal nicht auftauche, werd nicht wütend. Später! Listen! Watch out! Wenn du dich im Feld verirrt hast, dann drückst du einfach die Select-Taste. Normalerweise erscheint dann der Positionscursor auf dem Bildschirm. Allerdings, rote Dreiecke zeigen die Ausgänge an und grüne Dreiecke zeigen Leitern. Und diesen kannst du selbst durch die dunkelsten Straßen und gefährlichsten Berge schaffen. Manchmal scheinen sie allerdings auch nicht. Sei also vorsichtig. Der Positionscursor ist eine Frau. Okay. Das ist die Halle der Anfänger. Du sagst, du bist Anfänger, aber deine Augen sagen, dass du keiner bist. Ach, den hatte ich ganz anders gesprochen. Mach hier keinen Stress. Ich war bei Soldat. Ich sag dir, was ich alles weiß. Und das auch noch gratis. Claude, was möchtest du wissen? Wie man speichert, wie man seine Verbündeten heilt, wie man Wunder heilen. Ja, was? Wie Wunder heilen geht, wie man Waffenrüstung benutzt, wie man Substanzen verwendet, wie man Substanzen besser einsetzt. Wie man eine Schlachtpartei bildet, wie man den Status überprüft, etwas über den Limitstatus, andere Dinge, die man, auf die man achten muss, nichts, was du mir beibringen kannst. Das ist Wunderheilen. Ich kleide nur wieder Heilzauber. Ach so, ja, nee, kann ich das. Das lese ich euch jetzt nicht vor. Ich dachte, das wäre was anderes. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Danke. Ach, kann ich das nicht abbrechen? Nein, kann ich nicht. Super.
lass dir Zeit. Ja, ist jetzt gut. Danke. Boah. Ja, ich denke, ja, dann lassen wir das mal. Ich dachte, du hast was für mich. Ich möchte gern zum Speicherpunkt. Du hast eine Schleife, du bist ein Mädchen. Das ist der berühmte Speicherpunkt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Am Speicherpunkt kannst du ein Zelt benutzen und Speichern wählen. Das ist auch noch etwas. Da ist auch noch etwas mehr. Such nach etwas, das sich Geheimnis nennt. Wenn du das Spiel speicherst, kannst du an derselben Stelle wieder anfangen. Auch dann, wenn du ausgelöscht wirst. Du brauchst also keine Sorgen. Du brauchst dir also keine Sorgen machen, dass du mal ausgelöscht werden könntest. Das ist zwar ein wenig vorgegriffen, aber wenn du Midgard verlässt. Wenn du die Weltkarte hast, kannst du überall speichern. Vergiss das nicht. Oh mein Gott, der Speicherpunkt. Ich will ein Autogramm. Das dürfte so ziemlich alles sein, was du über den Speicherpunkt wissen musst. Wir sehen uns dann wahrscheinlich irgendwo auf der Straße wieder. Mach's gut. Ich bin eine Schatztruhe. Anfänger, ihr müsst ganz besonders nach mir Ausschau halten. Om nom nom. Ich möchte jetzt speichern, denn mir tut mein Hals weh und ich habe jetzt bestimmt über eine Stunde aufgenommen und ich habe nicht mehr so viel Platz auf meiner Festplatte, weil ich noch einen Haufen Kram habe, den ich zu rendern habe, weil ich so eine faule Sau bin. Und deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt Feierabend. Ich hoffe, vielleicht freut sich doch der ein oder andere über das Projekt. Und deshalb speichern wir. Ja. Und deshalb würde ich sagen, wir hören uns dann bei einem meiner anderen Videos oder bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann.